So, liebe Friends, und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Tap Town. Die 10 Schlüsselchen sind wieder am Start und die werden wir natürlich selbstverständlich gleich investieren in nächste Stockwerke. Wir haben leider noch nicht denn die 100 Stockwerke voll für die empfohlene Mission. Ist aber auch erstmal nicht so wichtig. Wo ist eigentlich mein Hero? Mein Krieger. Der ist oben rechts leider mit meinem Helden zusammen. Haben sich unglücklich, ein bisschen unglücklich aufgeteilt. Aber egal. 3 Millionen Leben haben wir noch übrig gehabt. Ein bisschen viel, hä? Huh? Oh, jetzt mein Krieger mit dabei. Mit seinen 400.000 Leben. Und danach können wir gleich investieren in meinen Magier. Ich weiß gar nicht, ob wir schon genug Gold haben. Wahrscheinlich nicht. Für die Level 200er. Eine Diamantkiste gibt es hier wieder. 5 Millionen Leben hat auch der Gegner. Gibt es also hier irgendwie eine ordentlich tankige Sau. Ofen wieder Spitzhacke. Na gut. 3,5 Millionen Leben hatten wir noch. Hier kommen wir also ordentlich voran, muss man sagen. Und je weiter wir natürlich vorankommen, desto mehr Gold und Runen gibt es als Teilnahmebelohnung an sich. Und deswegen ist es auch hier wichtig, die Helden alle aufzurüsten. Ja, keine Ahnung, dass ich das am Anfang so falsch gemacht habe, war natürlich ein wenig unglücklich, würde ich mal sagen. Aber kann passieren, ne? Jetzt weiß ich es besser. Wobei, ich weiß nicht, ob es... na gut, wir machen auf jeden Fall erstmal auf 200, damit wir zumindest den S-Plus-Krieger hinbekommen, ne? Und danach können wir einen Charakter irgendwie immer weiter aufrüsten. So, leider ist das hier schon wieder vorbei mit den Schlüsselchens. 10 Millionen Gold haben wir, 1,1 Millionen Ruhm. Wir können hier die Erfolge noch kurz mitnehmen. Gibt's auch noch ein bisschen Gold. Ein paar Edelsteinchens. Sehr schön. Wie gesagt, 1,18 Millionen Ruben haben wir hier noch. Ich denke, ich werde den extra das Great hier unten aufrüsten. Dann später. Was wir noch machen können, ist übrigens ein World Raid. Ne? Mittlerweile haben wir ja S und S Plus Helden. Hier gibt es halt nur S und S Plus Helden, die benutzt werden dürfen. Und wir könnten... Weiter offen. Okay. Wir können, glaube ich, die Herausforderung hier benutzen. Hier machen, ne? Ach, verdammt, mehr als 3 Helden sind nötig. Okay, ich habe nur 2 Helden. Einmal hier die S-Klasse und da hinten die S-Plus-Klasse. Heißt, einer fehlt noch. Dann werden wir mal ganz kurz auf den Magier gucken. Ob wir den vielleicht jetzt aufrüsten können. In der Tat können wir. Kaufen wir. Zack. Und da haben wir jetzt auch den Magier als S+. Und damit können wir jetzt in den World Raid gehen. Dann halt so, ne? So, schauen wir uns das mal an, was der World Raid so für uns bereithält. 3 Helden. 4. Mit unserem Helden natürlich. Und wir müssen... Huch. Wir müssen in der Zeit anscheinend so viel Damage machen, wie geht. Und anscheinend sterben die auch, ne? Hier hinten. Auch getot. So, 70 Millionen, 80 Millionen Schaden haben wir schon gemacht. 92 Millionen Schaden. Und nur noch mein Held ist am Leben. Anscheinend kann der nicht weggebounced werden. Und ich habe noch 1,5 Minuten Zeit, hier Schaden zu machen. 152 Millionen. Jedes Mal 12 Millionen Schaden macht er. Ich weiß, der kann zumindest nicht weggestoßen werden. Das ist schon mal praktisch.
Er kann sicherlich trotzdem irgendwann sterben. Aber der hat natürlich ordentlich Leben. Mal gucken, was als Belohnung. Ich habe schon mal ein Video davon gesehen gehabt. Es gibt halt alles als Belohnung, ne? Also diese komischen World Raid Tokens, die man da für nicht für das Runenlabor, sondern das andere benötigt. Gold und Ehre. Dann werden wir das nächste Mal gleich immer die 20er Tickets benutzen. 2 Minuten kämpfen ist natürlich schon heftig. Da habe ich keine Lust, das nochmal zweimal zu machen. Dann schauen wir mal, wie oft wir die Tokens, die Tickets wieder kriegen. Na, 420 Millionen Schaden auch schon gemacht. Ich denke, das wird zwar nicht viel sein. Im Vergleich zum Rest der Welt, die da irgendwie 30, 40 stellige Damage-Zahlen abliefern. Na, schauen wir mal. Wenigstens halt einmal. Vielleicht kann er auch gar nicht sterben, der Held. Das kann auch sein. Wir müssen auf jeden Fall den Helden mal ein bisschen verbessern. 571, 578 Millionen Schaden. 590 Millionen, okay. Bester Held, Kapitän, hat 98% Schaden gemacht. 1060 von den Dingern. 20.000, das ist natürlich nicht viel, ne? Ehrlich gesagt. Wobei man hier natürlich. Na hier. 3, 6, 9. 18 stellig, also 840, keine Ahnung wie viel Damage. Hier, Belohnung, ne? Wenn man teilnimmt. Einmal gibt's magische Steinchen. Nach der bestimmten Zeit kommt man halt. Kriegt man halt die Belohnung. 1000 Mal magische Steine, 5000. Okay. Na gut. So, jetzt haben wir, ne, 10 Tickets davon hier, das Labor. Wir brauchen 2000 für ein Skill. Da gibt es halt extrem viele Skills. Kapitäns Angriffskraft erhöht sich und so weiter. Erhöht die Angriffskraft der physischen Helden. Kurzstreckenangriffhelden werden Attack erhöht. Erhöht die Angriffskraft der Helden im Turm der Herausforderung und so weiter. Es gibt eine ganze Menge, was man hier machen kann. Gut, dann werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal im World Raid weitermachen. Und halt immer wieder, naja, jetzt können wir doch die, muss ich doch die 10er machen. Je mehr Anzahl der Herausforderungen, desto besser. Ne? Wenn wir hier 1000 Mal, wenn wir das auf jeden Fall nicht schaffen, aber so 29 bis 20 Mal, 30 magische Steine, 4000 Münzen. Ist natürlich auch nicht viel, ne? 30 Steine. Naja, schauen wir mal, was so wird. Wird einfach nebenbei mitlaufen. Was wir machen können, die sind auf 200, der ist auf 200. Den nächsten auf 200 bringen. So. 1,2 Millionen. Das brauchen wir 1,8 Millionen. Okay. Genau, ne? Werden jetzt immer stärker. Und das ist super. Und dann werden wir es mir alles auf 200 aufrüsten. Und dann auf die hier kommen. Oder also machen wir sogar 300 für die B-Einheiten. Aber gut, wird schon werden. Gut, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, war es das wieder gewesen mit einer weiteren Folge. Tap Town, wir sehen uns dann wieder. Wenn wir wieder genug Schlüssel haben, ich werde den World Raid noch einmal machen. Bis dann vielleicht auch noch genug neue Tickets gesammelt haben. Und den vielleicht nochmal machen und so weiter und so weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Tap Town. Ciao, ciao, Leute.